Hallo, heute bei Reingedruckt möchte ich euch mal zeigen, wie man eine rechteckige Spirale erstellen tut. Ist nicht ganz einfach, ich werde auch unten eine Timeleiste mit reinmachen ins Video wieder und wir fangen einfach mal an. Als allererstes, neues Dokument öffnen, ein neues Teil wollen wir erstellen, also okay. Und jetzt ganz wichtig, hier fehlt uns jetzt eine klitzekleinigkeit, rechte Maustaste, Registerkarte, Oberflächen. Dieses brauchen wir dann gleich. Als allererstes gehen wir rein bei Ebene, wählen die Ebene von oben aus, öffnen eine Skizze oder starten eine neue Skizze und ich nehme jetzt in meinem Fall Mittelpunktrechteck. Geht ganz einfach, der Pfeil und dann Mittelpunktrechteck, dann draufgeklickt, halt. So. Und das möchte ich jeweils 200 mm groß haben, also schreibe ich hier minus 100 mm und hier auch minus 100 mm. Und damit sind beide Seiten jetzt genau 200 mm lang. Kontrolle, bestätige das Ganze, bestätige das auch. So, damit es auch schön sauber aussieht, verrunden wir die Ecken mit jeweils einem 20 mm Radius. Also, erster Radius, zweiter Radius, dritter Radius, vierter Radius und wir bestätigen das Ganze wieder. Jetzt haben wir hier ein Viereck mit abgerundeten Kanten zu liegen, wollen es aber auch noch ausgetragen haben. Und jetzt gehen wir nicht auf Futures, sondern wir gehen auf Oberflächen. Halt erstmal hier die Sache bestätigen, Oberflächen und dann hier linear austragen. Dann sagen wir hier 200 mm. Jetzt haben wir hier unsere 200 mm und bestätigen das Ganze wieder. Jetzt haben wir hier eine sehr dünne Haut sozusagen zu stehen und wir legen uns das Teil wieder mittig auf unsere Position. Als nächstes gehen wir wieder auf Skizze, ein Kreis, halt Ebene oben, den Kreis und wir malen wieder einen Kreis rein. Den machen wir diesmal 180 mm, also heißt das, wir schreiben hier unten 90 rein. Wir können ihn natürlich auch zusätzlich bemaßen, damit er fest definiert ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Oberfläche, da wo Kurven steht, unten auf dem Pfeil Helix und Spirale. Klicken das Teil an, bestätigen das sozusagen. Und jetzt möchte ich eine Steigerung haben von 40, 5 Umdrehungen. Und ganz wichtig, hier muss 0 Grad drin stehen. Wieso, weshalb, warum? Er kommt später. Oder ist für einer der nächsten Schritte notwendig. So, wenn wir das uns auch hier hin so hinsehen, dann sehen wir genau, wo wir sind. Und ich bestätige das Ganze erstmal. Wenn ihr jetzt die Ebenen seht, diese Ebene vorne, das würde uns nichts bringen, wenn wir die nehmen, weil dann hätten wir hier keinen steilen Punkt. Und die Ebene rechts, die bringt uns was, weil wir genau hier einen entscheidenden Punkt haben. Ja, also wählen wir jetzt Ebene rechts und wir öffnen wieder eine Skizze. Machen aber diesmal halt Änderung verwerfen. Also Skizze und wir machen diesmal eine 3D-Skizze. Also wieder hier unten der Pfeil, 3D-Skizze. Linear und wir tragen es von dem Punkt hier aus. So, bestätigen das Ganze. Kontrollieren. Da sind wir natürlich wieder verkehrt. Also die Linie wieder weg. Gucken wir uns die Sache nochmal von fast oben an. So. Also. Linear. Die Linie. So, einmal die Tabulatortaste gedrückt, dann steht dort nämlich Z und X. Wollen wir haben, bestätigen das Ganze. Und wenn wir jetzt nämlich gucken, sind wir genau richtig. Und ich mache diese Linie jetzt mal 100 mm lang. So, bestätige. Und jetzt haben wir diese Linie und wir gehen wieder auf Oberflächen.
Und wir nehmen jetzt ausgetragene Oberflächen. Einmal angeklickt. Unsere 3D-Skizze ist schon markiert. Und jetzt wählen wir nur noch die blaue Linie hier aus, von der Helix-Spirale. So. Warum will er jetzt nicht mit? Ach, wir haben einen Fehler in unserer Skizze. Wir müssen noch mal ganz kurz zurück in unsere Skizze, weil ihr seht hier wahrscheinlich auch, dass die beiden Punkte sich nicht schneiden. Also gehen wir hier noch mal in die Skizze rein. Da rein. Jetzt wählen wir den Punkt und den Punkt aus. Jetzt sind sie genau identisch. Und wenn wir jetzt wieder reingehen, Oberfläche, ausgetragene Oberfläche, diese Linie auf diese Spirale. Und jetzt hat er uns komplett das ganze Teil mit einer Spirale versehen. Wir bestätigen das Ganze wieder. Und jetzt habt ihr hier oben klitzekleines Feld drin. Bei dem Fehler, den ihr jetzt braucht, findet es sich nicht gerade einfach. Und dann habt ihr hier mehrere Möglichkeiten. Und wir brauchen die Option Befehle. Und jetzt schreibt ihr hier einfach rein SCH N. Rein theoretisch könnt ihr da komplett ausschreiben, aber Schnittkurve heißt das Ganze. Da steht es dann nämlich auch schon. Einmal bestätigt. Halt. So, nochmal. Schnittkurve. Und wir markieren jetzt alle die Flächen, die wir letztendlich mit beachten wollen. Das heißt, einmal diese, 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 diese und die zwei auch. Und jetzt haben wir alle Flächen drin. Jetzt bestätigen wir das Ganze. Jetzt seht ihr hier schon wunderbar die Schnittkurve drin. Jetzt könnt ihr dieses Feature beenden. Und jetzt macht ihr folgendes. Ihr geht auf Oberflächenkörper und drückt einfach aufs Auge rauf. Bestätigt das Ganze. Und jetzt habt ihr hier eine neue Spirale drin, nur schön eckig. Und jetzt macht ihr was ganz Einfaches. Ihr geht wieder zurück auf, in meinem Fall, Ebene rechts. Legt euch das Teil so hin, dass es wunderschön zu sehen ist. Und jetzt ganz wichtig, ihr müsst an dem Punkt anfangen, wo es die graue Linie in meinem Fall ist. Und nicht hier an der Helixspirale, wo wir vorher dran waren. Also hier. Und jetzt mache ich einfach eine Skizze. Und mache einfach mal ein Sechseck rein. Versehe ich in der Mitte noch mit einem Loch. Maß das Ganze natürlich noch Schlüsselweite, sagen wir hier 20 mm, das Loch sagen wir hier mal 15 mm, bestätigen wieder, so dass die Skizze beendet ist. Und jetzt geht ihr auf Futures zurück, also erst die Skizze auswählen, so. Und dann geht ihr auf aufsatzbasierend austragen. Dann ist die Skizze 4 ist eingetragen. Und danach möchte er hier einfach nur noch die Kurve haben. Lass mal kurz rechnen. Bestätigen wir das Ganze. Und jetzt haben wir das ganze Stück sozusagen rechteckig ausgetragen. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwo bei irgendwas verwenden. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Bis demnächst.